Ja, Nebelschwaden schon wieder überall. Voll Teife. So, da haben wir ein Dingsbums, hä? Machu Picchu süß. Jetzt, wo dein Hunger gestillt ist, bist du sicher bereit, mir zu helfen. Habe ich recht? Hier? Nein? Okay. Da haben wir einen Stock, da haben wir eine Taschenlampe, da haben wir noch so ein komisches Dingsbums. Da, krabbelt da mal rein. Bring mal da was raus. Komm. Brav. Bist du süß. Eine Emblemhälfte. Eine Emblemhälfte. Mm. Was da wohl reinpasst? Eine Emblemhälfte. Stück vom Spazierstock, eine Taschenschlampe haben wir auch noch. Der Baum, der wurde wie ein Streichholz durchgebrochen. Wer besitzt solche Kräfte? Tja, was machen wir denn jetzt da? Wer besitzt solche Kräfte? Das ist eine gute Frage. Ich nicht, das weiß ich. Hier haben wir auch nichts zu erledigen. Ein Stück vom Spazierstock. Haben wir hier irgendwo Spazierstock? Können wir da noch? Nein, da nichts. Ah, da haben wir noch was. Uff, die Steinhand hochzustemmen, werde ich eine Art Hebel brauchen. Jo, da ein Spazierstock. Ha? 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 Ah. Da haben wir noch eine Emblemhälfte. Einen Stromschlag will ich nicht bekommen. Ich muss meine Hände schützen. Mit einem Klebeband. Okay, da setzen wir die zweite Emblemhälfte ein. Zack. Ui. Der Rabe, der böse Rabe verschwindet. Oh, da geht ein Weg auf. Ist das schön. Was haben wir denn da Schönes? Eine Art Wimmelbild. Nein, was heißt eine Art Wimmelbild? Es ist ein Wimmelbild. Da haben wir die Karotte fürs Kaninchen. Da haben wir... Wenn das Kaninchen mal fertig gefressen hat, ein Kaninchen. Naja, so. Was haben wir denn da? Ich suche gerade verzweifelt. Mit den Augen. Ein Kelch. Was haben wir da sonst noch? Nichts, nichts Relevantes. So, Freunde, dann schauen wir mal. Was suchen wir noch? Einen Stiefel. Zwei keltische Muster. Das ist eines. Das ist das zweite. Einen Dolch. Ein Dompfaff. So, ein Stiefel. Stiefel, wo haben wir denn einen Stiefel? Einen alten Stinkstiefel. Na, ernsthaft, Stiefel sei es gewesen. Ich klicke hier wie deppert, wie wild und dumm, aber ich finde keinen Stiefel. Das heißt, wir beenden das Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Na, Scherz. Tja, wo ist denn wirklich der Stiefel? Meinen die jetzt einen Stiefel zum Anziehen oder einen Stiefel so like Italien-mäßig? Weil Italien wird ja auch im Prinzip als Stiefel bezeichnet. Ich suche gerade. Aber ich finde nichts. Ich finde nichts, Freunde der Hoffnung. Ich glaube, wir müssen das... Da. Das erste Mal Lösung machen, wollte ich sagen. Wir kriegen einen Kelch. Hurra. Der Baum wurde... Also, haben wir schon gelesen. Jetzt Nebel lösen kann. Mit dem Totem kann ich den Nebel auflösen. Da ist noch immer der Nebel. Das heißt, ich könnte hier was reinlegen und der Nebel wär wahrscheinlich verschwunden. So, hier haben wir noch immer das Problem mit der Elektrizität. Vielleicht kann ich ja dazu... Ne, ist ja recht. Ah.
Der arme Samuel wurde im Kampf mit dem Einsiedler verletzt. Er hat schon so viel durchgemacht und jetzt das. Hä? Hä? Kann ich das kombinieren? Ah, okay, ich brauche eine neue Birne. Ohne neue Birne wird nichts gehen. So, ich habe keine Ahnung. Schicken wir das Eichhörnchen? Na, das Eichhörnchen kann ich nirgendwo hinschicken. Warte mal, da habe ich auch noch was. Na, das ist das gleiche wie da. Hier habe ich noch was zu erledigen? Was habe ich hier zu erledigen? Warte, stopp. Ulf ist damit beschäftigt, sich um Samuel zu kümmern. Entschuldigung, aber... Hä? Ach so, stimmt, ich sollte mir den Kelch bringen. Like Samuel will recover, but I should stay with him. Wer ist dieser Einsiedler? Who is this hermit? He used to be one of us decades ago, but he betrayed our principles. He betrayed the sacred grove. He conducted dark rituals to increase his might and power. He killed animals and felled ancient trees. We exiled him, but he's back. Here, take this. It once belonged to the hermit. Eine Brosche. Wissen Sie, wo der Einsiedler stecken könnte? Do you know where the hermit went? There's a passage to the ancient temple behind our shrine. The hermit used to spend a lot of time there when he was a member of our clan. I'm afraid that's where he'll conduct his ritual. Was ist hier eigentlich los? Gehe ich richtig in der Annahme, dass schwarze Magie im Spiel ist? What in the world is going on here? It must be some kind of dark magic. The hermit can change reality based on his own mad wishes. This is only the beginning. Things will get much, much worse. Master Detective, Peter and Derek are in a lot of danger. Wer ist der Einsiedler? Und was führt er im Schilde? Vielleicht ein Schild? Ein Rabenemblem? Tja, das haben wir schon mal gesehen. Wups, die Wups. Ne, bitte nicht. Dreht sich dann das Ganze. Stopp. Na, Gott sei Dank nicht. Stimmt doch so, oder? Na, so stimmt das. Aha, was war denn da Schönes? Was? Ah ja. The first part of my plan worked beautifully. No one suspects Lily's illness is really my curse. They're grieving and trying to heal her. But they are mere mortals and powerless. Her death will sow the seeds of anger between Samuel and the Mistwalkers. Mit meinen Plänen könnte es kaum besser laufen. Keiner hegt auch nur den Verdacht, dass ich es war, der Lily umbrachte. Aber sie sind nur einfache Sterbliche und all ihr Wehklagen und ihre Heilmittel werden ihnen nichts nützen. Lilys Tod wird Zwietracht zwischen den Druiden und Samuel sehen, ganz wie ich gewollt habe. Was? So ein Ding ist mir doch auch schon mal untergekommen, oder? Großartig, und so bin ich den schwarzen Nebel wieder losgeworden. Hurra! Im Mondlicht sieht das Hotel schon ein wenig unheimlich aus. Da kann man sich gut vorstellen, dass böse Geister darin umgehen. Böse Geister. Ist okay, 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 okay.
Haben wir das noch? Dann haben wir das. Dem Bären fehlen zwei Krallen. Entweder sind sie rausgefallen oder jemand hat sie geklaut. Naja, dadurch, dass sie aus Gold sind, würde ich mal sagen, hat sie jemand geklaut, ne? Die Wolfstatue würde bedrohlicher wirken, wenn ihr Gebiss komplett wäre. So sieht sie etwas ulkig aus. Solange die Federn fehlen, ist die Statue nicht komplett. Ja, was fehlt nicht noch alles? Ey, alter Schwede, da fehlt doch alles. Da ist der Hoteleingang, da will ich aber noch nicht rein. Da komme ich auch noch rein. Hui! Der alte Baum, da komme ich auch noch rüber. Ich würde mal sagen, wir gehen mal vorm Hoteleingang. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Essen. Das ist schön, das ist gut. Da wird sich unser Pipi Max freuen. Jo, hier, du gefräßiges kleines Kerlchen. Schön. Hoffentlich ist nichts im Hotel, das ich brauchen könnte. Einen Laptop habe ich ja schon mitgenommen, ne? Am Tag, ne? Also, ja, brauche ich nichts eigentlich mehr. Gruselig auch ohne die fehlenden Teile. Jo, da fehlen einige Teile, würde ich mal sagen. Okay, hier kann ich nicht. Ein Rabe. Hui! Ach, die Wölfe schon wieder. Der Rabe hat gespenstische Wölfe herbeigerufen. Diese Biester wollen mich nicht durchlassen. Hm? Okay, halt nicht. Das Erbe der Nebelwandel ist ja deutlich zu spüren. Vielleicht hilft mir das bei dem Kampf der schwarzen Magie. Auf die andere Seite komme ich erst, wenn sich die Wölfe verzogen haben. Hm, dieses Totem sieht etwas anders aus, aber ich meine so etwas bei einem meiner früheren Fälle schon gesehen zu haben. Das stimmt, ja. Okay, kann ich vielleicht ihn darauf schicken? Nein, okay, gut. Dann gehe ich jetzt einmal hier rüber. Ich kann nichts außer das Heulen des Windes hören. Was für ein einsamer Ort. Jo. So, da habe ich noch eine Scherbe. Ah, okay. Warte mal, da kann ich ja die eigentlich schon... Na super, und genau da fehlt uns auch eine. Das heißt, wir können das auch nicht zusammenbasteln. Ach Gottchen. Okay, ich mache das jetzt nicht, weil... Das Ding sieht uralt aus. Den Schlüssel finde ich sicher nicht, also sollte ich einfach das Schloss entfernen. Ja, mit einer Glasscheibe vielleicht, ne? So, da haben wir das eine, da haben wir das hier. Vielleicht kann ich diese kleinen Zweige einfach abschneiden. Oder wir machen das Eichhörnchen und knack, 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 knack. Okay, funktioniert nicht. Hier haben wir sonst nichts. Gut, wir können hierher gehen. Und zwar haben wir jetzt den einen... Okay, das ist die Tatze. So, was haben wir denn jetzt alles? Warte mal, wo kann ich denn jetzt hier eigentlich was machen? Hier kann ich etwas tun, sprach der Fisch. Abschneiden. Vielleicht mit einer Glasscherbe? Nö. Verbrennen? Nö. Erm. Da. Hier rein da. Hm. Durchsiegen. Durchsiegen. Kannst du vielleicht abknabbern? Nö. Hä? Nö. Hm? Nö. Hm? Nö. Okay, was soll ich denn da sonst machen? Dieser Baum war Jahrhunderte alt. Er ist umgeknickt wie ein Zahnstocher. Okay, das wissen wir ja eigentlich schon. Aber was kann ich hier tun? Ach so, ich setze ihn daher, sagt er, aber da muss ich ihn hinsetzen. Dann geht's. Ja, Gottchen. Wolfsauge. Okay. Hm, ist der Wolfsauge. Hier, da rein. Nein. Okay, wo komme ich das Wolfsauge? Hä? Da? An Wolfsauge? Wo?